Heute schauen wir uns das Feuerwehrmann Sam Ocean Rescue Center an. Mit dabei sind natürlich viele Funktionen, wie ein Aufenthaltsbereich, Aufzug und viele Extrafunktionen. Auf der Hinterseite der Verpackung seht ihr die Vorderseite des Ocean Rescue Centers und viele weitere Funktionen. Aber ich würde sagen, wir packen das jetzt mal selbst aus, bauen es dann zusammen und schauen uns die Funktionen in echt an. Ihr seht schon die Anleitung, aber ich werde das Ganze jetzt für euch aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, alles fertig zusammengebaut. Dann drehen wir das Ganze einmal auf die Rückseite. Hier sehen wir schon die Figur, die dabei ist. Das ist der Ben Hopper. Dem könnt ihr Rettungsweste überstreifen für den Einsatz am Wasser und natürlich einen Helm. Des Weiteren gibt es noch einen Alarmknopf. Wenn ihr den drückt, leuchtet am Einsatzort eine kleine LED auf und die Sirene ertönt. Da wisst ihr immer, wohin ihr ausrücken müsst. Das Ganze könnt ihr natürlich auch ausschalten. Da oben einfach den Schalter umlegen. Mit dabei ist noch ein Mikrofon, bei dem ihr selbst die Einsätze einsprechen könnt. Auf zum Einsatzort. Dann haben wir noch die Rampe mit einer Seilwinde. Die könnt ihr einfach abwickeln oder ausziehen und dann am Juno Jetski anhängen. Der hat da hinten einen Haken. Und dann die Winde in die entgegengesetzte Richtung drehen und dann wird die perfekt auf die Ocean Rescue Station hinaufgezogen. Das funktioniert wirklich gut. Des Weiteren gibt es natürlich noch einen Aufzug. Da könnt ihr die Figur einsetzen und nach unten ans Wasser oder nach oben zum Hubschrauberlandeplatz bringen. Den könnt ihr auch ein- und ausklappen. Wenn er ausgeklappt ist, bietet er Platz für den Wallaby, also den Hubschrauber vom Feuerwehrmann Sam. Ansonsten haben wir noch ein Alarmlicht, da könnt ihr einfach drücken und es blinkt in den typischen Feuerwehrfarben und natürlich könnt ihr die Lampe auch wieder ausmachen. Das wär's dann vom Feuerwehrmann Sam Ocean Rescue Center. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.